Digitale Kirche ist für mich gar nicht so unbedingt was anderes als eine analoge Kirche, was auch immer das sein soll, sondern der digitale Raum ist für mich eigentlich eine Erweiterung des sozialen Raums und insofern ist für mich eine digitale Kirche eine, die Lebensraum Digitales einfach auch wahrnimmt und aufnimmt und da vertreten und ansprechbar ist und Menschen auch da die Möglichkeit gibt, Christsein gemeinsam zu leben. Könntest du dafür ein konkretes Beispiel nennen, aus deiner Arbeit vielleicht? Aus meiner Arbeit nicht so unbedingt, weil ich ja politische Jugendbildung mache und gar nicht so wahnsinnig im innerkirchlichen Kontext unterwegs bin. Aber zum Beispiel habe ich in meiner Kirchengemeinde einen Pfarrer, der twittert und das sehr gut macht und wo ich immer weiß, an welchen Punkten der zum Beispiel gerade in der Predigt hängt und kann mir dann das Ergebnis am Sonntag anhören. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Verknüpfung, weil ich da quasi so ein bisschen mithöre, wie auch so eine Predigt zum Beispiel entsteht. Also das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sind für mich tatsächlich gut gemachte Homepages von Kirchengemeinden, an denen tatsächlich man zum einen sieht, wie lebendig eine Gemeinde ist, wo man sich Informationen holen kann, wo man aber sich auch eben vernetzen kann. Wir haben in Thüringen eine gute Kirchenzeitung, Glaube und Heimat, die da gerade so ein Gemeindeportal aufsetzt, das Kirchengemeinden da auch unterstützt. Und das finde ich sind alles so gute Beispiele dafür, wie Digitales und Kirche sehr gut zusammengehen kann.